Hallo Leute, heute mal wieder etwas ein bisschen anderes. Ich kommentiere ein super kurzes Video, jeder Satz ein Volltreffer, vorgestellt von einem Marcel Krass, der Islamapologet zu sein scheint, der einfach nur an blinden Glauben und blinden Gehorsam appelliert. Es geht um antiken Aberglauben, veraltete Moralvorstellungen und den seelischen Schaden, den diese eventuell anrichten könnten. Das Beispiel, das hierfür vorgebracht wird, ist, dass ein Mann eine Daniela trifft und beide beschließen, das Treffen zu intensivieren. Also körperlich, ne? Der sehr naive Sprecher, der stellt jetzt die ketzerische Frage: Wem schadet das? Und schiebt sofort die Antwort hinterher: Es könnte ja sein, dass deine Seele Schaden nimmt. Und das ist seine Hypothese. Ein Fundament? Na, keines. Argumente? Keine. Belege? Null. Nur eine Behauptung. Ein altes Buch sagt: Lass das. Erst bezahlen. Jetzt wissen wir ja mittlerweile, dass Moralvorstellungen der Schwachpunkt im Islam sind. Nur können Islamapologeten nicht die Finger davon lassen. Und so erstaunt es mich irgendwie nicht, dass ich überwiegend Zustimmung in den Kommentaren zu diesem Video gefunden habe. Das ist schon sehr seltsam. Also, wenn ich eine Frau treffe und wir uns beide auf Anhieb verstehen, dann ist das ja an sich schon ein Glücksfall. Wenn sie dann auch noch als Mensch, also innerlich, genauso hübsch ist wie außen, dann ist das schon extrem selten. Und wenn wir uns dann auch noch sexuell verstehen, ist das super klasse. Und da sie das dann auch bei mir so festgestellt hat, haben wir 2 Jahre später geheiratet. Und das war vor über 20 Jahren. Wer hat hier gelitten? Was genau wurde hier geschädigt? Und wem wurde geschadet und auf welche Weise? Klar, der Koran verbietet das, kategorisch. Der Koran verbietet aber nicht, dass ich mehrere Frauen bezahle und als Ehefrau nehme. Der Koran verbietet nicht, dass ich dann meine Ehefrauen schlage unter bestimmten Umständen. Der Koran verbietet nicht, eine Frau wie ein Objekt zu behandeln, den Samen wie in einem Feld zu säen. Der Koran verbietet nicht, dass ich eine Frau als Sklavin nehme und sie dann zum Sex zwinge, auch wenn sie verheiratet sein sollte. Der Koran verbietet nicht, dass ein eventuell gleichgeschlechtlicher Partner getötet wird. Der Koran verbietet nicht, dass Menschen, die ohne verheiratet zu sein, Sex miteinander haben oder dann ausgepeitscht oder sogar zu Tode gesteinigt werden. Aber alles das verbietet mir meine Ethik, meine Moral, ohne einen Gott, weil es anderen Menschen Schaden zufügt, richtigen Schaden, messbaren Schaden, sowohl emotionell als auch physisch. Und ja, nur darum geht es. Wohlbefinden steigern, Leiden senken. Habe ich denn einer Frau geholfen, wenn ich sie abweise? Mit der Bemerkung, es könne meiner Seele schaden. Wohl kaum. Die dreht sich um und geht, niedergeschlagen und frustriert. Und der Sprecher in dem Video, dieser Marcel Krass, der behauptet einfach, es gäbe eine Seele. Die könne ja geschädigt werden. Wie? Naja, das sagt er nicht. Das weiß er wohl selber nicht. Und wenn ich dann nachfrage, was ist denn eine Seele? Dann kommt nur die Antwort: Weiß ich nicht. Woraus besteht die Seele? Weiß ich nicht. Woher bezieht die Seele Energie? Weiß ich nicht. Kann man eine Seele erfassen? Weiß ich nicht. Kann man eine Seele messen? Weiß ich nicht. Woran kann man eine Seele erkennen? Weiß ich nicht. Also wenn ein Muslim immer nur "weiß ich nicht" sagt, also sagen muss, gibt es dann einen guten Grund, seiner Behauptung, es gäbe eine Seele, Glauben zu schenken? Also ich kenne keinen. Alles, was hier passiert, ist, dass eine Behauptung aufgestellt wird, dass es einen Schöpfergott gibt,
der ganz lieb und allbarmherzig ist, der Menschen aber für immer foltert, wenn sie nicht gehorchen. Und dieser imaginäre Gott hat ein Buch geschrieben. Naja, oder auch nicht, je nachdem, welchen Moslem man fragt. Auf jeden Fall steht in dem Buch, wir Menschen dürfen nicht spontan Sex haben. Obwohl derselbe Gott uns angeblich so erschaffen hat, dass wir genau das wollen, dass wir das gut finden und es dann auch noch gut für Körper und Psyche ist. Woher wissen wir eigentlich, ob dieser Gott es wirklich gut mit Muslimen meint? Das können wir ja nur glauben oder halt nicht. Wir haben auch keine Möglichkeit festzustellen, ob das, was dieser Gott tatsächlich dann vorschlägt, ob das gut ist, eben weil es gut ist, oder ob es gut ist, bloß weil dieser Gott es so vorschlägt. Wir haben also die Behauptung, dass es einen Gott gibt, ohne Beleg. Wir haben die Behauptung, dass dieser Gott Menschen erschaffen hat, ohne Beleg. Wir haben die Behauptung, dass dieser Gott Seelen erschafft, ohne Beleg. Wir haben jetzt also die Behauptung, dass einvernehmlicher Sex schaden kann, ohne Beleg. Andererseits haben wir aber endlos Belege, dass Sex gut ist für den Körper und unsere Gefühle, unsere Psyche. Der enge, intime, soziale Kontakt stärkt Körper und Gehirn. Das generelle Wohlbefinden steigt. Die Sozialkompetenz und das Verständnis für andere steigt immens. Und Glückshormone steigern alle möglichen Parameter im Gehirn. Und ein Orgasmus ist ja so ziemlich das Beste überhaupt. Wo ist also der vermeintliche Schaden für eine Seele, die es nicht gibt? Nur der Vollständigkeit halber, ich rede nicht von möglichen Geschlechtskrankheiten, ungewollten Schwangerschaften und anderen körperlichen Nebenwirkungen, die auftreten könnten. Tut mir leid, der Islam hat keine Antworten auf meine Fragen. Islam-Apologeten haben den besten, stärksten aller Götter, den besten aller Schöpfer an ihrer Seite. Wo also bleiben die Antworten? Ciao for now.